Guten Morgen. Der Tag nach dem Geburtstag. Was? Wie fühlt man sich so ein Jahr älter? Schlimm. Kriegst du schon Falten? Nein. Nur Lachfalten. Ja, stimmt. Hat dir gefallen gestern? Oh, du hast den Hund aufgehört. Hat gestern noch geweint, weil es so Spaß gemacht hat. Weil ja so schnell vorbei war der Geburtstag. Ihr müsst jetzt in die Schule, ganz genau. Wir müssen jetzt nämlich los. Jetzt bin ich auf dem Rückweg und wie es aussieht, komme ich heute mal pünktlich an. Sag ich jetzt und auf der Autobahn ist Stau. Endlich Parkplatz gefunden bei Lidl. Oh Mann. Was ist denn los? Das ist ein Wunderkind. Ein Wunderkind. Oh Wunder, ein Kind. Schon der erste Auftrag hier vor der Tür. Ja, auch wieder 2 Minuten zu spät. Furchtbar. So was an Unzuverlässigkeit und OB. Riesenrad zum Start. Also, was haben wir hier? Geht gleich los, wie dir wieder. Also, Schaltzug ist schon letzte Woche gerissen. Heißer Jochai. Liebe Leute, wenn der Schaltzug reißt, dann tut euch selber einen Gefallen, als Sicherheitshinweis sozusagen, baut den alten Zug einfach ab oder knipst ihn ab oder irgendwie so kurz wie möglich, zack, bumm, weg und fertig. Ja? Dann habt ihr den nicht mehr, das Gerödel und sowas, was hier passiert ist, kann euch nicht mehr passieren. Kann man sich um böse bei verletzen, kann zu Unfällen kommen, wollen wir nicht. Jetzt machen wir den Zug neu und müssen natürlich das Stück, das gerissene Stück, diesen Pinüppel, der hier oben noch drin steckt, den müssen wir rauskriegen. Das ist immer das Schwerste daran. Du musst dann gleich wieder nach Hause, ich kriege ein Telefon nicht. Ich habe mein Telefon nicht gekriegt. Achtung, weg da! Richtig, ja. Und dann gehe ich nachher nach dem Garten raus heute. Ich habe die Schnauze voll hier. Hast du die Schnauze voll? Ja, naja, aber der, der gestern fabriziert hat, da oben, von der Polizei noch. Hm. Also, warum nicht? Der hat da. Jeder hat doch die Polizei gerufen, ich weiß ja nicht wer, du hier. Moin. Wer hat die Polizei gerufen? Ich nicht, keine Ahnung, wer. Moin. So, Wolfgang, die Neuigkeiten erstmal. Ach so, ja, die Neuigkeiten, ja. Peinliche, sondern Arztpleite. Gericht beschließt, Corona-Radwege müssen weg. Nein. Sie kosteten über 600.000 Euro. Und sie hat kein großer Damen mit Rad. Keine Ahnung, Meinung des Volkes? Haben sie auch alle Freunde gemacht. Der Kommissar Damm haben sie, Kommissar Tor, haben sie mit Radwege hier gemacht. Den müssen sie jetzt alle weg. Muss jetzt alles weg? Ja. Ah, ist ja ein Mist. Ist ja ein Mist, ist das ja. Ja. Ich tanke mich doch dann. Ich will mich doch dann nicht tanken. Oh ja? Ja. Ja, ja. Danke, danke. Ja, ich tanke mich. Ich war immer so schön, ja. Mit Tanker rein mit denen, ja. Alex ist gut. Er hat sein eigenes Ding jetzt. Ja, weiß ich doch, ja. Machst du was, nimmst du was? Ja. Das ist nicht in Ordnung und das ist nicht und das ist richtig mit mir und alles so. Und mein Telefon nicht kriegt, mache halt irgendwo in meinem Backküche, da mal Platz und dann fahrt der nach Jahren raus. Ja, mach das. Ist auch schön. Mach in Ruhe, entspann ein bisschen, noch ein schönes goldener Herbst, ne? Wer weiß, wie das wird am Morgen, Ja. Er sagte, ja, ich wusste, dass seine Tochter Geburtstag hat, war gestern, ja. Die Große, war. Ja. Er sagte, er hat Geburtstag, ich habe ja nicht drauf reagiert, jetzt verstehe ich meine, ja. Ich meine, ich hätte jetzt gratulieren kommen können, oder was? Ach so, okay. Ach, naja, aber so wie er das, er macht immer ein, du weißt doch, er macht immer ein Wischchen dann, wunderbar. Wisst ihr, waren die Bitte hier? Wir wollen später essen zusammen. Na ja. Ach, Wolfgang. Wir sehen uns. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Der Wolfgang, der ein Wolfgang ist. Ja, Mietrad. Dampenhalter abgebrochen. Das ist ja auch eine recht schwere Lampe. Da sind ja Batterien drin. Das ist eine Batterielampe hier, ne? Dadurch, dass hier Batterien drin sind, ist sie natürlich ziemlich schwer. Und die kann man an diesen normalen Halter zwar dran bauen, aber die hält nicht lange. Also da braucht man schon diesen Edelstahlhalter hier, diesen etwas stabileren.
Und damit sollte es funktionieren eigentlich. Jetzt baue ich die draußen an und dann ja, geht hier unten mal weiter mit dem Schaltzug. Ja, Achim war gestern da. Hat den Tag für mich vertreten, das hat er sehr gut gemacht. Da bin ich wieder einmal sehr dankbar dafür. Also er war da. Er war da. Was ist denn hier? Jetzt muss ich hier diesen Stück Zug rauskriegen, was hier drin hängt. Hängt nämlich fest. Das ist wirklich. Da ist er ja. Hallo, Herr Zug. Tada! Ja, das ging ja einfach. Das ging ja relativ einfach. Blindwurm. Ja, Mensch. Leute, ich suche eine Praktikumsstelle. Allerdings muss sie bezahlt sein. Und zwar im November. Der ist nicht mehr lang hin. Für November suche ich noch einen Praktikumsplatz. Wer also Bock hat, irgendwas mir anzubieten oder so, muss wie gesagt bezahlt haben, weil jetzt muss man mal überlegen, ach bin ich bin wirklich ein Depp, ich hab's schon reingesteckt, ganz vorbildlich, ganz vorbildlich. Wenn es nicht in Berlin sein sollte, dann muss es natürlich, da muss natürlich irgendjemand meine Kinder auch morgens in die Schule fahren. Das ist vorzugsweise dann wahrscheinlich ein Taxi oder so. Dann könnte man bestimmt für einen Monat auch einen Tarif ausmachen, das kostet trotzdem ganz schön Kohle. Das muss man dann immer bedenken. Und nebenbei würde ich gerne noch ein bisschen was, muss ich natürlich noch ein bisschen was verdienen, um Rechnungen zu bezahlen. Wie gesagt, aber wer Bock hat oder so, also ganz umsonst kann ich es halt nicht machen. Aber sozusagen, wer will, darf sich gerne mal mit dem Vorschlag bei mir melden. fahrsalonberlin@gmail.com. Wer da irgendwelche Ideen hat oder dergleichen, gerne dahin wenden. Kamera erlaubt wäre super, ne? Weil wie gesagt, ich brauche auch Videos oder so. Schaltzugwechsel wieder an meiner Traum-Kombo mit diesen genial billig verarbeiteten Schraubenköpfen. Oh Mann, ey, Kaffee kriegt die raus. Diesmal ohne, dass er abbrechen. Schaltzugwechsel, warum, ist klar. Hier sieht man ja.
Wir haben es halt irgendwie mit den Zügen, oder? Okay, den kürze ich erstmal. Die Klinke geht ja nicht. Was ist denn das schon vor? Mann, ey. Was denn? So, was haben wir hier? Das war eigentlich mit den Aufträgen. Jetzt habe ich hier nur noch abzuchecken an dem Rad, was hier alles gemacht werden müsste. So, schreibt mir natürlich das ganze Rad an. Also, wie gesagt, irgendwas stimmt mit dem Nabendynamo nicht. Er läuft zwar, aber wenn man ihn einschaltet, dann fängt er furchtbar an zu rattern. Er hat einen relativ hohen Rollwiderstand. Irgendwas ist in der Nabe nicht mehr ganz einwandfrei. Die Gabel ist, naja, noch läuft sie, noch hat sie kein Spiel groß, was erstaunlich ist. Steuersatz ist okay, Licht hinten müsste gemacht werden.
Wobei, ich könnte auch nur das Kabel hier sehen, natürlich. Wollte immer reinstecken hier, aber wo ist jetzt? Nee, das ist es nicht. Also das Kabel einfach nur ist es nicht, ist irgendwas anderes. Tritt lang ganz fest. Kettenschutz, naja, Kettenschutz halt, ne? Kettenschutz ist halt Kettenschutz. Den kann man auch festmachen. Kette ist ausgeleiert. Ständer ist nicht mehr so fit. So. Bremsbelag Hinterrad. Felge Hinterrad. Felge durchgebremst. Ja, das ist schlecht. Machen wir mal neu gleich. Guten Morgen! Gestern? Ich weiß. Nee, ist von eigener Rad. Holland. 3C. Toilette. Ach, Toilette. Okay. Ja. Holland. BC meint er, nicht 3C. Krieg schon immer nur Narben hier. Muss auch Toilette. Ach, ich habe vergessen, es ist keine Feinaufnahme. Da muss man natürlich zuerst den Bremsanker auch abbauen. Sonst wird das ja nicht. Ja, jetzt beginnt das hier Schlammschlacht oder was? Er meint ja, Achim ist nicht so, wenn ich da bin, ist er immer fleißig und wenn ich nicht da bin, dann macht er einen Ruin. Naja. Meine Güte. Das müssen sie alle selber wissen. Müssen alle mit sich selber ausmachen. Oh. Aushängen muss ich natürlich auch noch den Zug. Ja, da redet einer schlecht über den anderen, oder was? Nee. Das möchte ich auch nicht. Letztlich muss jeder selber wissen, wie er arbeitet. Bin nicht da, um jemanden zu kontrollieren. Er muss ja später, jetzt wollte ich schon fast sagen, er muss später im Leben bestehen, aber er hat ja auf sein Leben schon gelebt eigentlich. Darf man ja auch nicht vergessen. Er muss schon wissen, wie er damit klarkommt. Mir ist das egal,
Ich kann ihn nicht ändern, offensichtlich. Achim, er ist, wie er ist. Er hat seine Macken. Aber er war gestern halt auch da und war pünktlich. Und hat hier gearbeitet. Den Laden übernommen. Für die Zeit. Und ich konnte Geburtstag feiern. Das ist okay. Alt, alt. Es bringt das Alter mit sich. Die, nee. Die andere. Nicht ablenken. Überall. 3,5. Muss. So ist nicht schwierig, der meckert immer. Benito, hast du noch Licht? Kaputt. Kaputt. Oh, no. Grundierung. Grundierung.
Hä? War kaputt, Roland. Kaputt, alles kaputt. Habe ich geschenkt. Komm. Also, okay. Hingang, warte. Und dann irgendwann. Ich muss mal arbeiten kurz. Bisschen. Warte. Nicht meckern. Hey, wenn Thorsten da ist, dann quatsche ich nicht so viel mit der Kamera. Weil er dann immer denkt, er ist gemeint. Ist er auch nicht. Okay. Ist okay. Bitte. Helfen hier. Was darf sein? Du. Hey. Nee, bleib ruhig da. Ich will ja ganz kurz was fragen. Jetzt hast du verscheucht. Doch. Moin. Die alte Rixer da draußen, die indische oder was, ja, die da so halb kaputt ist. Machst du die noch oder ist die los? Die ist schon verkauft. Schade. Die ist schon weg, die ganze auf Leuchtkürze mit dem Kollegen, der sie gekauft hat. So, in einem Monat wiederkommen, wenn der da noch liegt oder was? Lieberderstraße. Nö, die muss einfach nur noch rüber zu ihm. Lieberderstraße, der hat die gekauft. Lieberderstraße. Okay. Lieberder. Das ist neben Aldi, oder vor Aldi, wenn ihr runterfährst, vor Aldi rin, so 200 Meter Straße nur. Okay, cool. Vielleicht verkauft er so weiter. Wer weiß. Vielleicht gebe ich das auch nur als Anregung. Der
Ja, wer hätte das gedacht, dass ich das Ding jetzt hier zu Ende mache, zu Ende baue? Ich nicht. Thorsten ist jetzt wieder weg, jetzt kann ich wieder was sagen. Nicht, dass er heimlich mithört. Ja, der schrottige Holländer. Den kann er mit dem Arsch anfassen heute. Das sieht so aus, als würde der gleich fahren. Nicht mehr lange. Gut, okay, Alter. Jetzt Feierabend. Pause. Okay. Jetzt fehlt nur noch die Bremse vorne. Griffe, Bremshebel, Bremszug. Das war's. Und nicht, dass sich hier hinten jemand verirrt hat. Keiner da? Keiner da. Das ist Pausenzeichen. So, jetzt Pause. Ich habe ja sonst immer einen Tag später geschnitten, aber jetzt bin ich gerade wieder auf Zeit. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich Zeit. Oh, zu Essen bestellt, müsste auch bald kommen. Ah, okay. Ein Nudeln von unserem Nudelladen hier in der Nähe. Ah, die guten. Ja, ich hoffe, die kommen. Ah, dann ein Gläschen Wein auch dazu, ne? Ich habe die 50 Minuten bestellt. Eieiei. Von Bund von mir hier kommt das und der will uns beschicken. Den werde ich nächstes Mal auch nur einen halben Reifen wechseln. So, mal sehen, da kriegt er das. Muss er nochmal wiederkommen. Okay, nichts geht über ein gutes Essen mit. Ja, und so ein Gedöns. Was gab's dazu? Gratis mit dabei? Mhm. Also. Mittagsangebot. Deswegen hast du so wenig. Tommy? Ach, mach mal. Ja. Prost. Ja. Das ist mir gestern nochmal so extrem aufgefallen. Ich habe eh nicht mit dir zu tun, aber wenn man nicht so sehe, denke ich, dass meine Güte, die ist so... Drecker! Die gibt so viel Liebe. Ja. Ja, ich auch. Ich gebe auch so viel Liebe. Oh. Ich hab so viel zu geben. Ich kann das Leben. Das ist nun mal mein Leben. Und mir bleibt alles kleben. Das war. Oh. Patadö, schön durchwinken. Ja, Karate. Patadö. Und wie sind gefüllte Flammen? Linnea will jetzt Karate machen. Was ist das denn? Das war nur, um hier rüber zu kommen. Voll die Aufopferung. Aufopferung. Kannst du schon sprechen? Zeige, ich bin dezent in the land. Wie auch immer, weiß ich gar nicht. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das? Wollte der eigentlich machen? Wollte ja auch ein bisschen so. Also. Na, entweder du bist hier in der Nähe, wegen der Kinder. Ja. Dann ist es gar kein Also Berlin, Problem. Kein Thema. Fällt Übernachtung weg und dies, das und jenes. Mhm. Also wenn jemand aus Berlin sowas hat oder eben wenn weiter weg ist, dann sind tatsächlich eine Menge Unkosten da, die bezahlt werden müssen. Dafür machst du Werbung. Dafür mache ich Werbung, ja, richtig, okay, alles klar. Aber ich meine, ich mache auch nur Werbung in einem kleinen Kreis, also das ist ja kein Millionenpublikum oder so. Kann es vielleicht mal werden. Da geht jetzt ein Finger hoch, ja, kann es vielleicht mal werden. Aber das steht in den Sternen. Und da wir ja im Dezember 2020 eine Planetenkonstellation haben, wo alle Planeten in einer Reihe stehen, was alle 6000 Jahre einmal vorkommt. Ist das so? Keine Ahnung, hat mir so ein Verschwörungstheoretiker erzählt. Kannst du meinen Vater fragen, wer weiß das? Ja, genau, frag mal nach. Der weiß das auch. Der bereitet sich schon vor. Hat sich schon Aluhut gekauft. Dann, da ist das sowieso alles vorbei. Mit YouTube und so.
Achso, gibt es dann wieder so ein TV 2000? Welt. Ja. Nostradamus. Ah, Nostradamus ist auch wieder aktiv. Nosferatu. Le Vampir. Naja, alle Nos. Hallo! Hast du geguckt? Oder Tommy Wäsch? Ja, also wie gesagt, gerne. Ich suche einen Praktikumsplatz für November. Meldet euch einfach. Und so. Waren ja auch schon hier zwei? Ja, weil Lumen hat am 9. Geburtstag. So ein Mist. Ja, dann muss ich frei kriegen. Ist klar, das ist Fakt. Ja, ich bin frei. Nein, da komme ich hier nachher. Die wäre sehr traurig. Und das wird sie dir bestimmt ihr ganzes Leben vorhalten. Scheiße, um Himmels Willen, ich bin hier. Ich suche einen Praktikumsplatz für November. Ah, ich hab schon mal frei. Dann und dann. Siehst du, so geht's schon gut los. Eine gute Arbeitsmoral. Aber ich weiß gar nicht, was das für ein Tag ist. Das ist ja auch ein Sonntag. Das ist bestimmt ein Sonntag, weil der erste ist ein Sonntag. Warte mal, der erste ist ein Sonntag. Der Montag oder so. Der erste ist ein Sonntag? Ja. Zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte. Neunte ist ein Montag. Ja, du ein längeres Wochenende. Aha. Bitte guck mal hier. Weil ich hab ja hier... Auslocken. Zack. Gebe auf Gmail. Sebastian hat mir nämlich geschrieben, ich wollte noch nachforschen, ob meine E-Mail dich erreicht hat. Ob so ein langfristiges Projekt für dich in Frage kommen würde. Viele Grüße. Was ist denn gut? Ja, da geschrieben. Habe ich erst gestern gesehen. Deswegen, Entschuldigung. Du bist offen, hast für ihn ein nettes Wort und bist extrem belastbar. Auch deine Reparaturmethoden wären in dem Ort sehr gut, weil dort auch viele Menschen mit kleinen Einkommen wohnen. Da muss oft ein 30 oder 40 Jahre altes Rad kostengünstig am Leben gehalten werden. Das ist bei uns. Hm? Ja! Du musst das die Leute hier so arm. Du filmst heute? Machst du die Kamera? Bist du die Kamerafrau? Ah, ja. Hallo. Ist das mein Racker? Ja. Du bist der Racker. Da bist du der Rack. Hallo, Racker. Hallo. Da. Naja. Ich finde die Idee prima. Und sehr, sehr mutig, das nochmal so auf umzubauen nach 20 Jahren, wo er aus der Kurvetine drin ist. Ja. Ist nochmal so. Maya! Maya! Nee, wir sind noch nicht so weit mit unseren Umzugsplänen. Das ist tatsächlich das größte Problem daran, muss ich mal sagen. Ich wollte eigentlich hier eine neue Ausbildung machen. Genau, da kommen wir hier nicht weg. Wie gesagt, die Idee ist toll. Würde soweit gerne in Berlin, wie gesagt, so ein bisschen starten. Was passiert denn hier im Hintergrund? Jetzt sitzt die da. Und mein Essen ist da. Sag mir jetzt leid, es war der andere, der jetzt kein Trinkgeld gekriegt. Hätte ich hier jetzt was geben sollen, aber es war eine Nachlieferung. Tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich weiß selber noch nicht, wie es weitergeht. Genau. Ich habe ja auch einen Laden hier. So ist es ja nicht. Und den will ich ja schon gerne auch irgendwie behalten. In der Art. Irgendwie am Leben erhalten zumindest. Solange wie das hier geht noch. Wie auch immer. Wer auf alle Fälle noch einen Vorschlag zu machen hat, kann sich gerne melden. Über fahrzeugberlin@gmail.com. Fertig. Ja? Ja. Marlies verspricht auch einmal pro Tag reinzugucken. Ich? Ja. Ja, du. Permanent Angst hat der Tommy. Ich mach jetzt aus. Ich muss mich konzentrieren. Oh, heute Abend mal Buchführung machen. Geht schon wieder los hier.
Okay, tut mir leid, ich muss total viel zu tun gerade. Na, du warst dabei. Frankie! Alles zu. Wie alles zu? Natürlich. Aber gut, dass du offen bist. Wo kommst du mit dem Kaffee denn her? Gut, dass ich offen hab. Ein Tee, ein Tee. Ach so. Frankie hat immer mal einen im Tee. GT15 Öl da, glaube ich. Junge, mit Quietschen der Nase. Was bitte? Mit Quietschen? Mit Quetschen? Achso, ja, mach. Was meinst du jetzt? Was? Hier, wofür? Hab ich. Für damals? Ja. Ja. Für damals. Für damals. Frau auf dem. Danke. Frau auf dem Binder. Ja, wir sehen uns. Ciao. Hey, Patrick. See you later. See you later. Ihr seid doch alle bekloppt. Echt, ey. Ja, Fixer, ey. Guck mal, der geile Scheiße. Was? Was? Nee, lass mal. Wir sollten dir nochmal unsere neuen Schuhe zeigen. Ja, oh, neue Schuhe. Oh, Cat. Puma. Und mit einer Puma-Katze. Schön, toll, super. Gefallen mir sehr. Okay. Hast du gut gemacht. Ja, die anderen Schuhe kommen jetzt. Die anderen Schuhe kommen jetzt. Links habe ich vielleicht noch. Oh, die sind auch schön blau. Zeig. Wow, jetzt wasch. Schön. Hi! Der Buch ist weg. Kommt hier raus. Jetzt. Muss ja abgemacht werden. Kommt hier unten ab. Ach Mensch. Nur einfach ist das. Brauchst du was? Ja. Ja. Was denn? To the end. Let's just go through. Yeah. We can have a look. Ich mach mal hier erstmal. Ich muss mal hier erstmal das Licht hier. Was ist denn jetzt hier mit dem Licht los? Was soll denn bitte? Quatschen. Das ist doch immer schön. Schnacken. Schnack. Welcher ist das? Ach, der Lichtprozessator. Mal holen, Digga. Oh, yeah. Siehst du, das Problem ist in der Lampe irgendwo. Ja, Lampe muss auch sich darstellen. Lampedusa. Dusa. Mal Medusa. Ey. Hast du die Nasentier noch? Die sieht ja auch immer aus. Ja, Problem ist ja tatsächlich der Bruch, ne? Ja. Weil durch diesen Bruch ist der Kontakt nicht mehr da. Krass, ne? Nein, lass es. Erstmal alle da. Ah. Ach, ein Kopf. Spüle die einmal im Kopf. Jetzt leuchtet weder das eine noch das andere. Leuchtet es hinten nicht? Einmal. Nee, was? Doch, hinten, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Standlicht ist oder. Nee, leuchtet nicht. So, dann ist es nur jetzt hier falsch rum angeschlossen. Ah, okay. Kennt sie gefunden, wa? Nee, also die Auswahl ist schon eher schön mau, ne? Ja, ja. Schleift ein bisschen. Ja, also ich würde da auf jeden Fall nochmal aufstocken, weil. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so eine gute. Doch, kann man auch treten. Doch, kann man laufen. Die freien Flecken, das ist ja furchtbar. Ich kann es nicht mit ansehen. Ganz konkret, ich brauche ein Fahrrad. Ich brauche ein Fahrrad, auf das ich auch raufpasse, weil ich zu klein bin, zu kurz bin. Ich kann auch ein Kinderrad sein.
Den Disput? Weil wir den Kleinen halt jetzt dann transportieren wollen auf dem Fahrrad. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob man da auch noch irgendwas machen muss. Aber es soll halt ein kurzes, also für kurze Menschen sein vielleicht. Okay. Habt ihr da irgendwas so plötzlich, was einem so einfällt, bevor wir jetzt hinten alle... Ja, wie teuer darf es denn sein? Nicht so teuer? Ja, wäre schon ganz gut, wenn es nicht so teuer wäre. Genau, soll jetzt auch zum Einstieg erstmal sein. Ja. Kann sein, dass sie das dann auch nicht lange fährt. Genau. Okay, das sagt man. Okay. Das Fahrrad da hinten, das soll ich nicht anschließen, oder was? Doch, doch, ja, klar, mein Teil. Was machst du gleich? Gut, dann ist jetzt wohl Feierabend. Ja. Also die Kartons hier noch weg, die Kartonage. Ja. Und beim Einspeichen nimmst du da Fett bei den Rippen? Nee, Fett auf keinen Fall. Leinöl, meine ich. Leinöl, also. Leinöl nimmst du. Ja. Ja, ein Tropfen in jedem Speichenmittel. Ja. Oder Loctite. Also Feierabend, machen wir. Jetzt Schluss hier. Wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao.